Der physische Überlegenheit von Silvio Branco, keine Frage. Dafür hat Pascal Jugend und Schnelligkeit zu bieten. Das ist ein beachtlicher Puncher. Er hat 15 seiner 23 hier Siege vorzeitig erzielt. Silvio Branco hat ebenfalls mehr als die Hälfte seiner Siege vorzeitig hier verbuchen können. Und das Civitavecchia. Hat den WBC internationalen Titel im Halbschwergewicht, Silvio Branco, und nun will er an den Weltmeistertitel. Titelverteidiger Jean Pascal, der ihn im Juni dieses Jahres durch einen Sieg über Adrian Diaconu gewinnen konnte. Guter Angriff da von Branco. Blauen sich. Wer findet die erste Lücke? Wer findet als erster die Lücke? Die Runde geht an Branco. Hatte den Titel im folgenden Jahr gegen Fabrice Tiozzo verloren und anschließend geht Thomas Ulrich auch um den vakanten Europameistertitel, das er K.O. gegangen. The Factory, Saison 2, Folge 9. 20 Kandidaten aus aller Welt haben nur 2 Tage, um den Kurs zu meistern. Und nur einer von ihnen wird seinen Traum wahr machen. Einen Williams-Boliden fahren auf dem berühmten Kurs von Silverstone. The Factory, Saison 2, Folge 9. Donnerstag bei Eurosport. The Factory, präsentiert von Philips. Zeiten. Alle Top-Sport-Events von Eurosport und Eurosport 2. Dazu aktuelle Sportnachrichten im 15-Minuten-Takt auf Eurosport News. Das alles gibt es nur im Eurosport Player. Exklusive Übertragungen und Feeds. Überall, zu jeder Zeit, in 15 Sprachen. Ihr Eintrittsticket in die Web-TV-Sportwelt von Eurosport im Monats- oder Jahresabo. Infos und Anmeldung auf player.eurosport.de.
Teste dein Fußballwissen bei unserem Fußballmanager. Ja, wenn er hier ein paar Blumentöpfe gewinnen will. Silvio Branco gewohnt aggressiverweise in seinem Legionärsröckchen. Er ist nicht so schnell, dass er wirklich von außen boxen könnte. Es geht einigermaßen gut, aber nicht gut genug. Pascal muss ran. Er muss Halbdistanz schaffen und Wirkungstreffer erzielen. Er muss aus der Halbdistanz boxen, sonst klappt das wohl nicht so ganz. Er muss Branco ein bisschen Respekt einflößen. Und das schafft er von draußen nicht. Das ist schon besser. Auch wenn es unsauber ist. Er lang boxen kann, Branco, gar keine Frage. Und deswegen muss Jean-Pascal das tun, was er gerade tut. Da liegt er sich ein bisschen vorsehen, hat er beinahe einen abgekriegt. Der große Traum von Silvio Branco ist, Weltmeister eines richtigen Verbandes zu werden. Er war Weltmeister. Naja, von Verbänden, die man nicht allzu ernst nimmt. Da hat er es gerade mal gut hingekriegt in dieser letzten Situation. Jean-Pascal von außen zu boxen, meine ich. Reingegangen und hat 2-3 Treffer abladen können, ging wieder raus, aber das hat bisher selten geklappt. Branco wittert Morgenluft. Thank you.
Hier so richtig hat es noch nicht hingehauen für Jean Pascal. Er hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden. Er hat noch nicht verstanden, seinem Mann hier seinen Stil aufzudrängen. Zwar mit einer schönen Linken ihm durchgekommen. Aber das reicht nicht. Er muss Branko Lobe machen. Langsam machen, müde machen. Dann kann ihn auch besser ausboxen. Schöne, knackige, steife Linke. Dennoch, ich gebe die Runde wegen der guten Arbeit im ersten Teil dieser Runde. Es bleibt also beim 13:0 nach Runden für Silvio Branco. Die beiden haben offensichtlich ein bisschen Respekt voneinander bekommen, denn es passiert nicht allzu viel, sie belauern sich. Das war kein Griff auf die Schulter, also nichts, was wirkliche Wirkung erzielen kann. Das ist nicht besonders elegant, was Jean Pascal dann macht, diese überfahrtigen Attacken. Schöner Treffer da, ein klarer, guter 2-3. Das war kein Schlag, jedenfalls kein legaler. Richtig. Ach, du machst doch nicht so einen Affen, Junge. Ist aber clever nur, um aufzustehen. Theatralisch. Er wollte gerne eine Bestrafung für Jean Pascal rausholen. Einen Punkteabzug hat. Der letzte Runde hätte ich am liebsten unentschieden gegeben, aber dass das nicht geben sollte. Bei einem Meisterschaftskampf gebe ich sie Pascal. Wo die davor auch schon knapp war. Und an Branko ging. Yeah.
Naja. Pascal kommt mit seinen Haken zum Kopf häufig durch. Im Körper sowieso. Aber Branko boxte sehr schön lange, ist aber richtig kräftig erwischt worden. Branko sehr diszipliniert. Auch wenn er oft sehr unsauber boxt und unfair, aber hier, das macht er eigentlich immer sehr ordentlich. Er bleibt bei seiner Linie. Er bleibt hier beim Langboxen. Das hat nicht ganz gelangt für Pascal in dieser Runde. Die Runde geht wieder an. Punkte Vorsprung für Silvio Branko bisher. 4:1 nach Runden. Oh, oh, Schubsen gibt's nicht. Gute Mal-Bewegung von Pascal, da ist nichts passiert. Ja, da kommt er wieder mit dem Haken durch, auch mit denen zum Körper. Und ja, es sind schöne, klare, harte Treffer. Ob das reicht, um die Arbeit von Branko wettzumachen, die er vorher gezeigt hat. Dann bin ich auch mit zwei schönen Treffern durch. Schöne Attacke. Und er macht das ja anders. Er macht das ja anders. Ja.
Ja, guck mal, sein Tupfern, das zählt natürlich immer wieder durch. Aber wenn Pascal angreift, das sind dann richtige, ja, schwere Angriffe. Ja, das war bisher nichts von Pascal in dieser Runde. Nicht, dass ich Branko groß mit rumbekleckert hätte, aber immerhin, er hat ein bisschen was getan, hat Druck gemacht und den einen oder anderen Treffer mit der Führungshand anbringen können. Wie gesagt, Tupfer. Schönes Körpertreffer, ja. Ja, dass wenn der sich abdreht, da hat er Pech gehabt. Natürlich rechter Ringrichter, muss man da sagen. Also das Klebeband an seinem Handschuh in Ordnung gebracht und dann geht's weiter. Das war eine schöne Attacke mit richtig knackigen Treffern. Das sind Punkte, die zählen. Das war was anderes als diese Tupfer mit der Führungshand von Branko. Es ist unsauber, keine Frage. Aber Pascal hat wenig andere Möglichkeiten. Er muss ran an den Mann. Und da geht das eben oft so, dass es unsauber wird. Es sei denn, er ist so schnell, dass er schnell ran und raus geht, aber das hat er nicht geschafft. Da fehlt ihm dieses kleine Quäntchen, dieser Bruchteil einer Sekunde, den er dazu braucht. Dann macht das halt auf die etwas rohere Art und das hat er hier hervorragend gemacht. Das ist ein echter Niederschlag, auch wenn der Ringrichter nicht zählen sollte. Doch, er zählt. Beschwert sich wieder, das wäre ein Nackenschlag gewesen. Kriegt man sehr viele im Leben, auch im Boxring. Wo ich da nicht ganz überzeugt bin, dass das korrekt ist, was Silvio Branko da sagt. Man 2-10-8 Runden schon für Pascal. 1, 2, 3, 4. Naja, also bei den Punktrichtern ist er deutlich in Führung. Bei mir hat er gerade aufgeschlossen, aber wie dem auch sein mag. Er kennt seine Pappenheimer, Jean Pascal. Zu Recht schützt er sich da. Harte Treffer, wenn es auch nicht alle drin sind. Ein Großteil ist und da wird gewühlt, denn was der andere Bestandteil dieses unsauberen Boxens ist, nicht nur Pascal, sondern es ist auch Branko, der hält und zieht und schiebt. Bisschen sehr tief. Abgeduckt.
Schöner Aufwärtshaken von Pascal. Ich habe die Runde scheint zu verschenken. Jetzt merkt er plötzlich, hier gibt es eine Gelegenheit. Ja. Ein Schauspieler, dazu noch ein schlechter. Mit allen Wassern gewaschen, dieser Silvio Branco. Nicht unbedingt mein. Was habe ich denn vorhin vom Viertel erzählt mit der 9. Runde? Jetzt kommt das letzte Viertel, das war das letzte Drittel. Alte Geschichte, Kopfrechnen muss man können. Schöne, klare Hände da von Branco, aber hier kommt gleich die Retourkutsche. Ja, besonders arbeitsfreudig ist Pascal nicht im Augenblick. Kaum sage ich es, und das war wirklich ein Nackenschlag. Das war wirklich einer. Aber offensichtlich nicht so ein schwerer Treffer, dass er nicht klug genug wäre, um wieder aufzustehen zur richtigen Zeit. Außerdem muss er doch merken, wenn er ständig so ein Theater macht, dass das nicht gut ankommt und dass der Ring dem einfach nicht mehr glaubt. Selbst wenn es mal ernst ist. Ups, und das war ein richtig schöner, knackiger Haken. Der Bruder holt ihn raus. Aufgabe, bevor es richtig K.O. geht. Bevor er richtig K.O. geht. Na. Da konnte der Ringrichter ja gar nicht anfangen zu zählen. Da war es schon vorbei. Dann kam das Handtuch. Ja, jetzt muss man den Brancos lassen. Und sie sind, was sie selbst betrifft, nicht verantwortungslos. Interessanter Kampf. Hat seinen Weltmeistertitel wiederum verteidigen können. Er musste das so ein bisschen anders machen. Silvio Branco Stil hat ihn dazu gezwungen. Er hat es gut gemacht, er wusste, was er macht. Und das ist der entscheidende Punkt. Soweit, so gut. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß.